Wir starten gleich durch in die multiple Regression. Wir haben bisher im linearen Modell gesagt, da haben wir so eine Variable y, eine metrische, gemessen. Und die könnten wir doch mal versuchen vorherzusagen durch die Variable x. Und am einfachsten wäre es doch, wenn wir ein lineares Modell machen. Das heißt, wir suchen eigentlich nach einer einfachen Skalierung der x-Werte mit einem so einem b, dass wir möglichst nah an die y-Werte kommen. Das ist eine lineare Funktion, die uns von x nach y bringt. Dabei werden wir einen Fehler machen. Okay? Aber dieser Fehler, der soll eigentlich auf Populationsebene eben komplett unabhängig sein von den x-Werten. Das ist Homoskedastizität. Der Fehler soll sich um 0 herum normal verteilen. Das ist die Normalverteilungsforderung des linearen Modells. Ja, ein linearer Bezug muss es natürlich sein. Und den Fehler, den wir dabei machen bei der ganzen Aktion, der soll auch unabhängig sein vom Fehler, den wir bei einem anderen Probanden machen, sozusagen. Also die Fehler sind selbst unabhängige Ereignisse. Jetzt kommt die unglaubliche Idee, was, wenn wir das nicht nur mit einem Prädiktor, mit einer Variable x machen könnten, sondern wenn wir eine ganze Gruppe, Familie möchte ich fast sagen, von Regressoren heranziehen könnten, unabhängige Variablen, vielleicht dürften sie sogar ein bisschen abhängig sein, auf jeden Fall eine ganze Gruppe von Variablen nehmen könnten, um möglichst gut diesen gemessenen Wert in y vorherzusagen. Oder anders gesagt, könnten wir den Wert y, die Werte y, nicht regressieren auf nicht eine Variable x, sondern eine ganze Familie von Variablen x. Das ist die multiple Regression. Die ist in der Mathematik im Grundansatz, auch was wir hier nicht besprechen werden in Statistik 2, in der Geometrie, die dem Ganzen zugrunde liegt, sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir schon kennen. Aber es entstehen ein paar neue Probleme und die sehen Sie hier, vor allem die nächsten zwei Punkte, nämlich das sogenannte R-Quadrat, verliert ein bisschen von seinem Charme, wenn man mehrere Regressoren hat. Es wird ein bisschen trivial und deshalb braucht man ein sogenanntes adjustiertes R-Quadrat oder adjusted R-Square. Und es gibt noch ein Problem, das habe ich kurz anklingen lassen in meiner Anmoderation gerade. Was, wenn diese Regressoren, die wir jetzt verwenden wollen, diese mehreren Variablen, die wir zur Vorhersage heranziehen wollen, wenn die was miteinander zu tun haben? Wenn die, der Fachterm hier ist, multikollinear sind. Also wenn es zwischen denen, es können ja auch mehrere sein, Kollinearitäten gibt. Wenn die voneinander wiederum lineare Funktionen sind. Wann ist es schlimm? Wie viel davon ist erträglich? Wie viel ist zu viel? Das ist die Frage der Multikollinearität. Und dann erweitern wir das Ganze noch so, dass dann eigentlich auch der komplette Boden bereitet ist, um uns in den kommenden Wochen mit der Varianzanalyse zu beschäftigen, weil wir noch sagen könnten, naja, Regression, lineares Modell ist ja für metrische Variablen geeignet. Was, wenn wir in so ein Modell, in so ein Vorhersagemodell aber was Kategoriales reinstecken wollen, was Nominales. Also wenn wir zum Beispiel das Bundesland oder sowas, da gibt es 16 Stück davon, wenn wir die in einem Regressionsmodell kodieren wollen, gerade jetzt in der Pandemie, die hier immer noch wütet, da möchte ich vielleicht Infektionszahlen vorhersagen, dann kann ja Landkreis oder Bundesland durchaus informativ sein. Das muss ich doch da irgendwie reinbringen können. Und dafür gibt es das sogenannte Dummy-Coding als eine Art, wie man kategoriale Variablen kodieren kann. Zum Ausblick, wenn man das mal verstanden hat, kann man auch nochmal den Rückblick wagen, wie der T-Test, den wir schon seit Ewigkeiten kennen, auch nur eine lineare Regression ist. Aber first things first, multiple Regression. Die einfache Regression schätzte zwei Parameter. Es war so eine Art ganz kondensiertes Modell, mit dem sie dann versucht hat, mit diesen zwei Parametern alle y-Werte zu modellieren als Funktion der x-Werte. Und diese zwei Parameter waren b0, der Intercept, oder auf Populationsebene beta0, und b1, oder beta1, der, die Steigung des Regressors sozusagen, ja, um y vorherzusagen.
dieses Modell, diese einfache Modellgleichung auch des allgemeinen linearen Modells, die kann ich wirklich ausschreiben und quasi beliebig erweitern um weitere Regressoren x. Ich kann also sagen, ich drücke y aus, zum Beispiel in diesem Fall hier mal einen beobachteten Wert yi als sogenannte Linearkombination. Also es sind ja hier nur additive Terme. Es gibt immer so Grüppchen, sehen Sie das, die hier addiert werden einfach. Und zwar werden ja eigentlich einfach diese Regressoren, die Werte, die dieser Mensch Y in den verschiedenen Regressoren mitgebracht hat, addiert. Aber wir summieren oder addieren nicht einfach seine Werte, sondern wir gewichten die jeweils vorher noch mit einem entsprechenden Beta, was für alle Beobachtungen natürlich das gleiche sein wird. Ein Beta 1 für den ersten Regressor, ein Beta 2 oder Beta 2 Hut hier, weil es dann nur eine Schätzung gleich ist in der Stichprobe, für den zweiten Regressor, für den dritten und so weiter. Auch dabei wird es uns nicht immer komplett gelingen, diesen Wert vorherzusagen. Das wollen wir gar nicht, weil dann hätten wir ja nichts gewonnen. Wir wollen ja ein Modell haben und ein Modell macht natürlich auch Fehler. Und diese Fehler bleiben übrig und das sind dann die Epsilon-Huts. Das ist wie bisher auch ein Proband oder pro Beobachtung i, dann ein Wert e eigentlich, der aber ein geschätzter Fehler auf Populationsebene ist, der eben übrig bleibt. Also eine Idee hier könnte sein, deine Körpergröße modellieren zu wollen. Aus so einem Y-Achsenabschnitt, so einem Intercept, so einer Grundgröße könnte man in dem Fall sagen, Grundkörpergröße und dann so einer Veränderung mit jeder Einheit, sagen wir mal, bessere Ernährung, wie immer das gemessen wurde, müssten wir also noch so ein Beta finden, mit dem wir die Ernährung eines Individuums gewichten, den Ernährungsstatus vielleicht eines Individuums gewichten würden. Wir müssten vielleicht so ein Beta finden, mit dem wir Geschlecht hier gewichten würden, Alter gewichten würden. Hier habe ich übrigens schon einen Vorgriff auf das Dummy-Coding gemacht, denn wenn Sie es ganz streng jetzt durchdenken zu Hause, können Sie mal kurz Pause drücken und denken, Geschlecht. Geschlecht in der Regressionsanalyse, wie könnte das gehen? Ich lasse das aber mal so stehen. Verschiedene Einflussgrößen, Ernährung, Geschlecht, Alter auf Körpergröße versuchen wir zu modellieren. Was heißt denn das mathematisch oder, ja, wenn man so will, auch geometrisch? Bisher haben wir mit Geraden gearbeitet, richtig? Unser lineares Modell war eine Gerade. Das war das Modell. Und mit diesen zwei Parametern beschreiben wir die Gerade, Y-Achsen, Abschnitt und Steigung. Wenn wir jetzt im einfachsten Fall mal einen zweiten Regressor x2 uns dazu denken, dann entsteht das, was hier gezeigt ist, also y weiterhin hier auf der y-Achse, aber dann nicht nur eine Achse x1, das wäre das gleiche Bild, was wir hier hatten, sondern eigentlich so eine zweite Achse x2, die ist, sehen Sie das, auch die steht quasi rechtwinklig zu der x1, das ist jetzt mal auch erstmal eine Annahme, das heißt, die zwei Regressoren haben nichts miteinander zu tun. Und hier drin liegt dann eigentlich so eine Regressionsebene, muss man sagen. Ja? Die Punkte y-Hut, die liegen alle auf einer Ebene und diese Ebene wird beschrieben durch einen Offset-Intercept. Und dann eben eine Steigung in x1-Richtung und eine Steigung in x2-Richtung. Ja? Sehen Sie das, wie das komplett eine Ebene beschreiben würde. Und ein einzelner Wert, den wir beobachten, das ist ein Punkt in diesem dreidimensionalen Raum. Ein y-Wert, ein x1-Wert, ein x2-Wert. Die brauchen wir auch, um diese Ebene ja zu finden, um diese optimale Ebene. Und dann machen wir aber einen Fehler, das ist dieser Fehler e. Ja, der bleibt, sehen Sie das, auch weiterhin sozusagen eindimensional. Das ist der Fehler ist nur in der Y-Richtung sozusagen. Ja? Genau, das ist die multiple Regression, mit der wir uns jetzt ein bisschen mehr beschäftigen wollen. Das wahrscheinlich Zentrale, was jetzt gerade passiert ist, ist, dass wir Y-Hut dann bekommen. Das ist schön. Weiterhin bekommen wir einen Wert Y-Hut vorhergesagt. Der liegt auf dieser Ebene. Gehen wir mal kurz zurück. Ja. Der liegt, also alle Werte Y-Hut liegen auf so einer Regressionsebene jetzt, während alle beobachteten Werte mehr oder weniger nicht auf der Ebene liegen und eben hier diesen Fehler machen.
Wie interpretieren wir das, was wir da auf dieser Ebene eigentlich haben? Wenn wir bei dem Beispiel mit der Körpergröße bleiben, haben wir ja, müssen wir uns fragen, wie interpretieren wir dieses Gewicht? Also wenn wir jetzt rausfinden, die Körpergröße zum Beispiel mit jedem Lebensjahr, sagen wir mal, das wäre für Kinder, mit jedem Lebensjahr wächst die Körpergröße, also mit jeder Einheit Alter in Lebensjahren, mit jedem Lebensjahr wächst die Körpergröße um 2 Zentimeter an. Wie interpretiere ich diese 2 Zentimeter, wenn mein ganzes Regressionsmodell eigentlich halt nicht nur aus dem Alter bestand und irgendeinem irreduziblen Rest, irgendeinem Fehler, sondern eben auch aus Ernährung, auch aus Geschlecht? Die angebotene Interpretation hier ist zu sagen, dieses B oder Beta-Hut für einen dieser Regressoren ist quasi so zu formulieren, was wäre der Einfluss oder was ist der Einfluss dieses Regressors, den wir gerade betrachten, ausgeschrieben ist es hier jetzt mal für Ernährung. Was ist der Einfluss von Ernährung auf Körpergröße, wenn wir Geschlecht, Alter und alle anderen Regressoren im Modell konstant halten? Ja? Dieses Konstanthalten ist mathematisch das Gleiche, das sage ich hier einmal als Angebot für unsere Vorlesung hier, wie das Marginalisieren, wie wir es zum Beispiel beim Chi-Quadrat mal betrachtet haben, wenn wir über Randhäufigkeiten gesprochen haben. Also unter Ignorierung sozusagen der anderen Variable, das ist das Gleiche, was wir meinen mit unter Konstant halten. Also wie wenn mathematisch diese Variable gerade keine Rolle spielen würde, wir sie bei einem Wert festhalten würden, was wäre dann der Einfluss von Alter? Das ist ein bisschen auf den ersten Blick jetzt auch ein bisschen paradox. Es fühlt sich dann im Lauf der nächsten Regressionsgespräche hier noch und dann auch in der ANOVA mit Leben, was das eigentlich bedeutet, dieses Konstanthalten, dieses kurzzeitige Ignorieren eines, in dem Fall sogar von mehreren anderen Regressoren, obwohl wir sie doch im Modell haben. Sie machen das Modell, sie verändern das Modell, sie helfen dem gesamten Modell, aber wenn es uns eben um die einzelnen Regressionsgewichte geht, müssen wir die anderen auch mal kurz wieder ignorieren. Das ist so ein bisschen das Paradoxe. Im Übrigen ist das sehr, sehr analog, das ist gut, dass es hier nochmal steht, zur Interpretation von Haupteffekten. Da haben wir es auch so gemacht. Wenn Sie sich an dieser Stelle ist ein guter Zeitpunkt, um vielleicht nochmal in das Empirie-Skript reinzugucken, was es jetzt auch gibt als PDF, Empirie-Skript oder in Ihren eigenen Unterlagen oder im Hussi. Wenn Sie schauen, was hieß es denn, als ein Haupteffekt vorlag, dann war es auch so, dass wir letztlich mehrere Einflussgrößen, mehrere unabhängige Variablen auf unsere abhängige Variable betrachtet haben. Der Haupteffekt der einen unabhängigen Variable aber quasi unter kurzzeitigem Ignorieren, man kann auch sagen unter Konstanthaltung des anderen unabhängigen, der unabhängigen Variable oder des anderen Faktors geschah. Lateinisch heißt es Ceteris paribus, all other things being equal, hören Sie im Englischen relativ oft mal den Ausdruck. Also wenn alles andere gleich wäre, ja, und dann wäre der Einfluss von Ernährung so und so stark. Wenn wir zum Beispiel hier gesagt hatten, dieses Beta 3 für Alter, ich mache es nochmal kurz, dieses B für Alter ist 2, in dem Sinne, dass für jedes Lebensjahr die Kinder im Schnitt in der Erwartung, im Erwartungswert 2 Zentimeter größer werden, dann könnte ich also sagen, wenn ich Ernährung und Geschlecht mal kurzzeitig ignoriere, konstant halte, all other things being equal, ändert sich mit jedem Lebensjahr mehr die Körpergröße im Mittel um 2 Zentimeter. Und das, hier sehen wir quasi nochmal so en passant, warum es so hilfreich ist, wenn man Regressoren zentriert, alle, bevor man sie in so eine Regression reingibt. Denn dann heißt es Zentrieren in dem Fall auch, ich kann hier, um das sozusagen abzulesen, welcher prädizierte Wert dann auch rauskäme, dann wird dieses Konstanthalten, all other things being equal, gleich dem Mittelwert. Denn ich setze dann hier einfach mal den Mittelwert von Ernährung ein und den Mittelwert von Geschlecht, um diesen Alterseffekt zu sehen. Und was ist der Mittelwert einer zentrierten Variable? Der ist einfach 0. Dann bleibt mir dieses Beta 0, der Mittelwert, die mittlere Körpergröße. Dann geht mir das hier auf 0, weil die Ernährung im Mittel
null ist, weil sie so zentriert worden ist. Und das Geschlecht wissen wir noch nicht genau, wie das geht, aber das wäre dann auch null. Die würden alle rausfallen sozusagen und wir könnten schön ablesen, was passiert in der vorhergesagten Körpergröße, wenn das Alter da ist. Das war jetzt fast ein bisschen ein zu theoretischer Einstieg, ich sehe schon, aber dieses Slide lehrt uns also gleich, wie in so einem Falle, in dem wir mehrere Regressoren betrachten, wir eigentlich die Steigung entlang einer Dimension interpretieren und kurzzeitig sozusagen die anderen ignorieren. Und dieses kurzzeitige Ignorieren ist das, was man in der Statistik konstant halten nennt. Und da bietet es sich an, wenn die Variable zentriert ist, weil dann wird sie quasi bei ihrem Mittelwert 0 konstant gehalten. Streng genommen ist es so, dass sich das Regressionsgewicht mathematisch daraus ergibt, dass ich aus y, also das ist jetzt so ein bisschen, das hat jetzt ein bisschen was von Varianzaufklärung. Ich nehme eigentlich aus y sequenziell, wobei verrückterweise die Reihenfolge egal ist, aber sequenziell nehme ich aus der Varianz in y das raus, was mir mein einer Regressor erklären kann. Ich stelle mir das immer wie so Pac-Mans vor, die aus diesem Varianzkuchen von Y schon mal was abbeißen. Und dann ist noch was übrig und dann schaut man, was darüber hinaus sozusagen zum Beispiel die nächste Variable erklären kann. Und deshalb nennt man das auch die Semipartialkorrelation von X2 und Y. Warum ist es semipartial? Weil aus Y schon mal der Anteil, den X1 erklären konnte, rausgenommen worden ist. Ja? Das alles jetzt immer unter der Annahme, dass deine Regressoren nichts miteinander zu tun haben. Das ist hier nochmal gezeigt. Also, ich springe gleich hier unten zu der grafischen Lösung. Ich gehe von aus, meine Regressoren, Ernährung und Alter zum Beispiel, haben nichts miteinander zu tun. Sehen Sie das? Die überlappen in diesem kleinen Venn-Diagramm hier auch nicht. Die haben nichts miteinander zu tun. Aber es gibt eine Variable y und die will ich aufklären. Und was macht das lineare Modell? Es versucht, die Varianz in Y aufzuklären durch eine Linearkombination der Regressoren, können wir jetzt sagen, plus das, was halt nicht aufzuklären ist. Und hier, so wie es hier gezeigt ist, sieht man auch gleich, was alles nicht aufzuklären ist, nämlich das, was dann hier so übrig bleibt, das Grüne. Aber es gibt einen Anteil, der durch X1 in bestimmter, mit B1 noch skalierter Version aufgeklärt werden kann. Und es gibt einen Bereich, den X2 aufklären kann. Relativ hat X2 aber nur noch die Möglichkeit, das aufzuklären, weil das wurde schon durch X1 aufgeklärt. Ja? Das ist es, die Interpretation, die wir eigentlich wählen für Regressionsgewichte in der multiplen Regression. Ein Beispiel, was wir uns mal kurz zusammen angucken könnten, geht zurück auf das, was wir, oder benutzt eine Größe, die wir schon öfters hatten, nämlich auch bei der einfachen Regression, die Körpergröße unserer Studierenden. Ja, Körpergröße eines Studenten, einer Studentin, das steckt in Y drin. Und da wollen wir jetzt ziemlich wahllos, zugegebenermaßen ziemlich wahllos, mal drei Regressoren heranziehen und schauen, welche Linearkombination dieser drei Variablen hier überhaupt irgendeinen Einfluss hat. Und wir können fragen, Modell als Ganzes, wie gut klappt es mit diesen drei Variablen, das aufzuklären? Dann können wir fragen mit den sogenannten Parametertests, was jetzt eben nicht mehr ein Parametertest ist, sondern was drei Parametertests sein werden. Welcher dieser drei Prädiktoren, wenn überhaupt einer, hat einen signifikanten Einfluss? Welcher treibt, sagen wir manchmal auch, unser Modell? Und wie viel Varianz kann ich denn insgesamt aufklären? R-Quadrat bzw. Adjusted R-Quadrat. Also, das ist jetzt multiple Regression in Aktion, was wir jetzt hier sehen. Der SPSS-Output fängt mal an mit Anzahl der Geschwister. Hier unten steht auch nochmal Dependent Variable, also die jetzt hier zu modellierende Variable, eigene Körpergröße in Zentimeter. Anzahl Geschwister geht ins Modell ein. Was passiert? R Quadrat, R Square, irgendwas mit 19, aber natürlich nicht 19%, wie das Auge vielleicht kurz hoffend meinen könnte. Nein, 0,19, also etwa 2% Varianz. Ja? Also 0,02 kann man sagen, 1,9% oder 2% der Varianz in der Körpergröße kann ich darüber aufklären, wie viele Geschwister ich habe. Können Sie sich gleich selber fragen,
2% Varianzaufklärung, da bin ich doch wahrscheinlich, wenn ich den Mittelwert der Körpergröße zum Vorhersagen heranziehe, besser dran, als wenn ich das noch dazu nehme. Diese Frage beantwortet uns die ANOVA. Die ANOVA stimmt mit ihrer Intuition überein. Dieses Regressionsmodell klärt im Verhältnis zu einem einfachen Mittelwertsmodell zwar schon ein bisschen mehr auf, aber nicht so viel, dass wir die Nullhypothese verwerfen werden würden, dass dieses Modell wirklich was bringt. Solange wir nur eine Variable als Regressor im Modell haben, nämlich die Anzahl der Geschwister, ist dieses Modell, ist es egal, ob wir auf diesen F-Test, diese ANOVA hier schauen oder auf diesen T-Test hier, der 1,3 oder minus 1,3 bezeichnet. Wir sehen hier zwar eine Richtung des Effekts, wir sehen jetzt zum ersten Mal, das ist natürlich auch in sich informativ, dass mit jeder Anzahl Geschwister die Körpergröße eher ein bisschen abnimmt. In unserer Stichprobe ist es so, das ist so in unserer Stichprobe, das ist die gefundene Steigung. In unserer multiplen Regressionsebene ist das jetzt quasi die Steigung entlang der Achse Anzahl Geschwister. Gerade machen wir noch einfache Regression, da ist es einfach diese Gerade und die fällt also leicht ab, aber die Signifikanzbeurteilung ist so, dass wir sagen, die Nullhypothese einer Nullsteigung können wir mit diesen Daten nicht verwerfen, nicht ernsthaft. Ja? Signifikanz, P-Wert von 20%. Die Nullhypothese verwerfen wir nicht. Als Fingerübung können Sie zu Hause nochmal sich fragen, was, wenn ich diesen T-Wert quadriere, was kommt da raus? Und da müsste der Wert müsste eigentlich hier schon zu finden sein auf dem Slide. Das hatten wir bei der einfachen Regression ja besprochen. Aber wir machen eine Multiple. Das heißt, wir nehmen jetzt, wir schauen mal, wie sich das Modell verändert, wenn wir einen anderen Regressor dazu nehmen. Und zwar nehmen wir jetzt das Geschlecht hinzu. Also wir lassen die Anzahl der Geschwister im Modell. Wir haben jetzt also Körpergröße vorhergesagt aus Anzahl Geschwister plus Geschlecht, jeweils skaliert mit ihren Koeffizienten. Also, was passiert jetzt? Wow, das R-Quadrat springt auf fast 50%. 46% der Varianz in der Körpergröße können wir jetzt mit diesem Modell vorhersagen. Wie? Wir hatten doch gerade ein Modell mit Anzahl Geschwister, das konnte quasi nichts vorhersagen. Und jetzt nehmen wir Geschlecht dazu. Also, sagt uns schon die Intuition, Geschlecht scheint hier die interessierende Variable zu sein. Das sehen wir erstmal der ANOVA, dem Modell als Ganzen, was das Modell als Ganzes getestet wird, nicht an, wer hier der Treiber ist, sondern hier sehen wir nur, aha, die ANOVA ist jetzt, da ist es jetzt so, dass dieses Regressionsmodell, was jetzt wirklich eine Regressionsebene ist, mit zwei Variablen, man kann sagen, 35 Mal besser als ein stupides Mittelwertsmodell. Und das ist natürlich hochsignifikant. Da würden wir sagen, ja, wir sind signifikant besser als ein primitives Nullmodell. Und jetzt fällt der Blick hier unten auf die Koeffizienten. Da passieren jetzt verschiedene Dinge, die interessant sind. Als kleiner Cliffhanger bleibe ich nochmal kurz bei diesem blöden Anzahl Geschwister. Wenn alles mit rechten Dingen zugeht, dann darf Anzahl Geschwister jetzt auch immer noch kein signifikanter Prädiktor sein, weil wenn es nichts aufklären kann, kann es nichts aufklären. Und so ist es auch. Das B hat sich aber ein bisschen verändert. Sehen Sie das numerisch? Da gibt es also durchaus gewisse Abhängigkeiten aus, welche Variablen ziehe ich zusammen heran. Und diese Variable Anzahl Geschwister und Geschlecht ist also in unserer Stichprobe vielleicht auch nicht hundertprozentig unabhängig. Irgendwie ändert sich das B, aber wichtig für uns ist, an der Schlussfolgerung ändert sich nichts. Dies ist kein signifikanter Prädiktor der Körpergröße. Aber im Einklang damit, dass das Modell als Ganzes so viel besser war, R Quadrat, auf einmal so viel Varianz aufklären konnte und dass der ANOVA, der F-Test auch besagt hat, dass das ein echt ganz gutes Modell sein müsste oder ein besseres als ein Nullmodell auf jeden Fall. Dazu passt, dass hier unten dann auch Geschlecht als signifikanter Prädiktor der Körpergröße ausgewiesen wird. Und wenn wir einen Schritt zurücktreten, überrascht uns das natürlich nicht. Das Geschlecht sollte ein guter Prädiktor dafür sein, wie groß du bist. Ja, gibt es einen großen Populationsunterschied im Bereich von wahrscheinlich
einer Standardabweichung oder so ist da die Effektgröße. Das wissen wir, das sollte funktionieren. Und es tut es auch. Ja? Das Lustige, was wir nachher noch besprechen müssen, ist, wie Geschlecht hier drin kodiert wurde. Weil Geschlecht ist eigentlich eine qualitative Variable, eine kategoriale Variable. Was macht es in einem Regressionsmodell? Aber offensichtlich hat es funktioniert. Und irgendwie ist es so, dass mit jeder Einheit mehr Geschlecht, so geht die Interpretation immer im Regressionsmodell, mit jeder Einheit mehr Geschlecht, du um, wo ist der Schätzer, um 12,2 cm kleiner wurdest. Müssen wir uns anschauen, was das bedeutet. Ist auf jeden Fall ein signifikanter Einfluss. Jetzt hatten wir ja noch eine andere Variable. Wir wollten nämlich noch die, man nennt es manchmal auch eine Indikatorvariable, oder später sagen wir auch dazu Dummy-Variable hinzunehmen, nämlich bist du Psychologiestudierender oder nicht? Psychologiestudierende. Und diese Variable nehmen wir jetzt auch noch mit rein. Jetzt passiert was Interessantes. Es passiert nämlich nicht viel. Das R-Quadrat dieses Modells, was jetzt also aus drei Variablen, drei Regressoren plus einem Fehler besteht, klärt 46% auf. Wie viel hatten wir vorher? 45,8%. Also quasi gleich gut. Die ANOVA sagt nach wie vor, ja, dieses Modell mit den drei Variablen ist besser als ein stupides Nullmodell. Was wir hier jetzt nicht sehen ist, sind wir mit den drei Variablen besser als mit den zwei Variablen vorher? Das müssten wir gesondert ausrechnen, das sehen wir jetzt hier nicht. Und dann springen wir aber noch hier runter zu den Koeffizientenschätzern und sehen dann, am qualitativen Bild hat sich nichts verändert, auch wenn sich schon wieder an den Zahlen vielleicht ein bisschen was geändert hat. Anzahl Geschwister nach wie vor ein nicht signifikanter Prädiktor. Geschlecht ein signifikanter Prädiktor. Sehen Sie, wie die Schätzung sich ganz leicht verändert hat. Es ist jetzt nicht mehr für einen Sprung in dieser Geschlechtsvariable 12,2 cm kleiner in der Vorhersage, sondern jetzt nur noch 11,9 cm. Also irgendwie hat sich die Schätzung für B, nee, Verzeihung, B hat sich, und damit die Schätzung für Beta, das, was auf Populationsebene gelten soll, hat sich ganz leicht verändert, aber nicht dramatisch. Und dann haben wir neu diese Variable Psychologe dazu. Wenn du in dieser Variable, wie immer die genau, wie das genau gelöst wurde intern, wissen wir noch nicht, müssen wir uns bei Dummy-Variablen gleich anschauen. Aber wenn du in diesem Ist-Psychologe-Regressor einen Sprung machst, um 1, dann geht deine Körpergröße irgendwie ein bisschen runter, aber B geteilt durch Standardfehler ist was sehr Kleines, ist ein T-Wert von 1,5, ist ein P-Wert von 0,64, also ist nicht signifikant. Das heißt, auch mit den drei Variablen bleibt es dabei, dass wir ein signifikantes Modell als Ganzes haben, substanzielle Varianzaufklärung. Es scheint aber so zu sein, dass eigentlich nur eine dieser drei Variablen, nämlich das Geschlecht, wirklich hier den Effekt treibt, kann man sagen, oder die Varianzaufklärung wirklich vorantreibt. Ja? Aufgabe für Sie, können wir gerne in der Live-Vorlesung besprechen, werde ich jetzt hier im Video nicht auflösen. Formulieren Sie einen Satz, der möglichst wasserdicht, juristisch sozusagen, statistisch wasserdicht formuliert ist, der dieses B für die Anzahl Geschwister korrekt interpretiert. Ja? Multiple Regression. Überspringe ich jetzt tatsächlich die Lösung. Wer schnell ist, geht mit dem Pausentaste zurück und kann es anschauen. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben mehrere Variablen herangezogen und wir haben eigentlich streng genommen eine Sache gesehen. Die schauen wir uns hier nochmal an. Eine Variable, irgendeine Varianzaufklärung von nur 2%. Zweite Variable, 0,458. Jetzt kommt eine dritte Variable dazu, also 45%, fast 46%. Jetzt kommt eine dritte Variable dazu. Was macht R-Quadrat? R-Quadrat geht trotzdem hoch, obwohl wir doch dann schlussfolgern gleich, dass diese Variable ist Psychologe eigentlich auch nichts beiträgt. Warum geht jetzt R-Quadrat trotzdem hoch, die Varianzaufklärung? Das ist seltsam und auch ehrlich gesagt ein bisschen doof für die Interpretation von R-Quadrat, denn R-Quadrat kann gar nicht anders als monoton anzuwachsen, mit jedem hinzugefügten Regressor.
Das kann ich so weit treiben, dass wenn ich so viel Regressoren hinzunehme, wie ich Beobachtungen im Modell habe, also wenn ich so viel Variablen im Modell habe, wie ich Beobachtungen habe, dann kann ich eigentlich ein R-Quadrat von 1 erzielen. Das ist schockierend, aber wahr. Ich kann quasi völlig, das ist dann ein reines mathematisches Artefakt, dass ich vollständige Varianzaufklärung hinbekommen kann, mit einer Linearkombination, mit der richtigen gefundenen Linearkombination von nur vielen Variablen. Das kann also nicht das Ziel sein. Das heißt auch, sobald wir multiple Regressionen jetzt betreiben, brauchen wir ein anderes Maß, beziehungsweise wir müssen bei diesem R-Quadrat irgendwie so ein bisschen so einen Strafterm, kann man sagen, mal wieder mit einbauen, auf der Basis von wie vielen Beobachtungen und wie vielen Parametern, also n einerseits, Parameter, hier als k bezeichnet, wir dieses R-Quadrat eigentlich bekommen haben. Und das ist das sogenannte Adjusted R-Quadrat. Das sieht, ach, irgendwie sieht es anstrengend aus. Aber das kann ich Ihnen ganz einfach zeigen. Was Sie eigentlich machen, ist so ein alter Trick. Sie fangen an mit R-Quadrat. Also R-Quadrat rechnen Sie einfach so aus, wie wir es hier auch gerade getan haben. Dann war das halt einmal Punkt 458, also diese 45,8%. Und beim nächsten Modell war es Punkt 46. Was hat sich denn zwischen den zwei Modellen geändert? Dieses K hier ist 1 größer geworden, ja? Weil wir einen Regressor mehr genommen haben. Und was Sie eigentlich hier tun, ist, Sie nehmen R-Quadrat oder Sie nehmen eigentlich, wenn man so will, das, was Sie nicht aufklären können mit R-Quadrat. Das ist ja 1 minus R-Quadrat. Ja? Also R-Quadrat war ja SS-Regression, also aufgeklärte Variation durchs Regressionsmodell im Verhältnis zur totalen Varianz. Oder wir hatten auch gesagt, 1 minus Fehlervarianz im Verhältnis zur totalen Varianz. Jetzt nehmen Sie also das, was R-Quadrat nicht aufklären kann, und das multiplizieren Sie mit zwei Termen. Der eine ist n minus 1, der andere ist n minus k minus 1. Na, was ist es eigentlich, dieses n minus k und dieses n minus 1? Das haben wir auch schon mal gesehen. Das sind eigentlich die Freiheitsgrade, die wir hatten beim Berechnen unserer entsprechenden Fehlersummen. Ja? Das n minus 1 sind die Freiheitsgrade, die wir insgesamt haben, sozusagen, die DF total, kann man auch sagen. Und die n minus k minus 1 sind die Freiheitsgrade, die wir für die SS bei der SS-Error noch hatten. Was also kurz gesagt unmathematisch hier passiert ist, dass wir wieder mal, wie wir es oft machen, nicht mit den Sum of Squares eigentlich arbeiten, sondern mit den Mean Sum of Squares, mit den Varianzen. Und dann sieht das Bild schon ein bisschen anders aus und es resultiert ein sogenanntes Adjusted R-Quadrat, was eigentlich, so wie die Formel funktioniert, immer maximal so groß sein kann wie R-Quadrat. Das ist nämlich dann der Fall, wenn wir quasi nichts daran korrigieren oder eben entsprechend kleiner wird. Das sehen wir auch gleich noch hier in einem Graph. Genau. Was ich hier mal für Sie gemacht habe, ist, ich habe R-Quadrat abgetragen gegen Adjusted R-Quadrat. Das ist also quasi immer hier auf einer so einer Gerade. Aber die sind sozusagen für verschiedene Kombinationen von n, also wie viele Probanden hatte ich und wie viele Regressoren habe ich. Wir können mal hier mit einem anfangen, was wir gerade hatten. Wenn wir eigentlich eine Situation haben, wo wir sehr viel n haben oder okay ist, großes n und dann wenig Regressoren, zum Beispiel wir ziehen nur 2 Regressoren heran, dann ist das Adjusted R-Quadrat immer so ein bisschen kleiner als das R-Quadrat. Also dieser Graph, der ist, glaube ich, ist der gut skaliert? Ne, der ist nicht ganz gut skaliert. Eigentlich müssten Sie sich in diesem Graph bitte noch von dem Punkt 00 bis zu dem Punkt 0606, sagen wir mal so hin hier, zu dem Punkt 0909, also das ist die 45-Grad-Linie, wie wir auch sagen, müssten Sie sich vorstellen, dass auf der Linie müsste alles liegen, wenn R-Quadrat wirklich identisch wäre zu Adjusted R-Quadrat, ja, weil hier tragen wir Adjusted R-Quadrat gegen R-Quadrat ab. Dann sehen Sie schon, Sie kriegen immer so eine Abdämpfung. Also Adjusting R-Quadrat heißt immer nach dieser Formel Verkleinern von R-Quadrat, was auch Sinn macht. Man möchte nicht sich selber in die Tasche lügen und eine große Varianzaufklärung behaupten, die nur zustande gekommen ist, weil man mehr und mehr Regressoren ins Modell eingeschlossen hat. Aber nochmal, wenn ich wenig Regressoren habe und ein gutes N, dann zum Beispiel bei dieser blauen Linie kein Problem. Aber wenn ich dann schon 6 Regressoren habe, dann
zahle ich schon mehr Strafe sozusagen. Mein Adjusted R-Quadrat sinkt relativ zum R-Quadrat stärker ab. Und ein bisschen ein extremer Fall, gar nicht so untypisch für so eine kleine Bachelorarbeit, die man vielleicht mal macht. Man probiert viele Regressoren aus, nimmt sie mal ins Modell mit auf, hat aber ein relativ kleines N, das ist diese lila Linie, die Sie hier sehen, 30 Beobachtungen, 12 Regressoren. Was passiert dort? Dort könnte es sein, dass Sie zum Beispiel ein R-Quadrat von 60% hatten und freuen sich schon und Ihre Betreuerin sagt auch, huch, da machen wir ein Paper draus, das ist ja toll, also dass wir 60% der Varianz aufklären können mit diesen Variablen, wow. Und dann müssen Sie aber schlussfolgern, das ist immer noch gut vielleicht, aber es ist eben realistischere Einschätzung, dass im Adjusted R-Quadrat, wenn Sie also für diese Kombination aus N und Anzahl Regressoren kontrollieren, Sie eigentlich nur noch 30%, das ist die Hälfte, Varianzaufklärung hinbekommen. Ja? Also, multiple Regression und Adjusted R-Quadrat gehören eng zusammen und Sie sehen das vorne bei den Beispielen nochmal, wenn Sie nochmal zurückgehen, R-Quadrat konnte nur monoton anwachsen, aber der Zugewinn durch eine nicht signifikante Variable ist dann oft auch sehr gering. Aber weil die Richtung eben so ist, wollen Sie sich nicht in die Tasche lügen. Sie könnten jetzt nochmal 5 Variablen reinnehmen und es würde immer noch ein bisschen ansteigen. Nicht mehr viel vielleicht, wenn es keine guten Prädiktoren sind, aber es würde ansteigen. Adjusted R-Quadrat repariert dies für Sie sozusagen. Nächstes Thema, großes Thema, Multikollinearität. Wir waren bisher jetzt in der multiplen Regression davon erstmal ausgegangen, der Einfachheit halber auch, dass solche Regressoren, die wir benutzen, die wir heranziehen, unabhängig voneinander sind. In den Sozialwissenschaften und auch einfach in der wirklichen Welt, muss man sagen, ist das nicht unbedingt der Fall. Und vor allem ist es auch gar nicht so einfach im Auge zu behalten, wenn ich mit einer Vielzahl von Variablen zu tun habe, dann übersieht man auch mal, dass entweder schon auf konzeptueller Populationsebene klar ist, dass manche Variablen was miteinander zu tun haben werden, beziehungsweise auch, dass es, das kann natürlich auch mal Pech sein, in deiner Stichprobe zwei Variablen so gemessen worden sind, dass sie korreliert sind, obwohl du es eigentlich nicht erwartet hättest. So oder so kann es zu einem mathematischen Problem werden, in der Regressionsanalyse, zu einem Problem der Interpretation meiner Regressionsgewichte, wenn zwei Prädiktoren, zwei Regressoren stark multikollinear sind. Und das klassische extreme Beispiel dafür wäre, ich mache ein Regressionsmodell, in das ich die Raumtemperatur aufnehme als Regressor, zum Beispiel ich möchte die Leistungsfähigkeit von Studierenden vorhersagen, und die Raumtemperatur nehme ich zweimal ins Modell auf. Einmal als Regressor X1 und dort ist es in Celsius ausgedrückt. Und dann nochmal, vielleicht habe ich noch ein paar andere Variablen, aber dann nehme ich es nochmal ins Modell auf, nämlich als Fahrenheit. Das Beispiel Fahrenheit, Celsius haben wir schon öfters verwendet in den Methoden. Es ist eben ein schönes Beispiel dafür, dass ich völlig verlustfrei zwei Variablen transformieren kann in eine andere, indem ich eben diese komische Addition von, was weiß ich, 32 mache und dann nochmal 9 Fünftel oder wie die Formel genau ist, ich vergesse es immer. Aber diese beiden Variablen, wenn Sie das gegeneinander abtragen, sind eine perfekte lineare Funktion voneinander. Keinerlei neue Information, ob Sie die Temperatur in Celsius oder in Fahrenheit ausdrücken. Das heißt, das wäre perfekte Multikollinearität und das wäre ein Problem für ein Regressionsmodell. Das kann so weit gehen, dass es zusammenbricht. Ein gutes Statistikprogramm wie Jamovi oder SPSS sollte Sie davor warnen, dies zu tun, wird sagen, das kann ich nicht aufnehmen, du hast irgendwie kollineare Regressoren. Manchmal ist die Fehlermeldung aber auch vielleicht ein bisschen kryptischer. Sowas wie die Matrix ist singular oder also Sie kriegen irgendeine Fehlermeldung. Oder wenn Sie keine Fehlermeldung bekommen, dann wird Ihnen angegeben, in SPSS war das so, die Variable habe ich gleich wieder entfernt. Die kann ich gar nicht aufnehmen, weil die liefert mir keine neue Information. Bisschen spannender ist der Fall, der hier unten gezeigt ist. Zum Beispiel, wenn Sie mütterliche Größe vorhersagen wollen, aus eigener Körpergröße, wie wir es bisher gemacht haben, und aus dem Geschlecht. Hier ist es so, dass natürlich Ihre Körpergröße und Ihr Geschlecht in so einer
in einem, egal in welcher Stichprobe, was miteinander zu tun haben wird. Weil Geschlecht und Körpergröße eben korreliert sind. Und zwar, das ist das Interessante für Multikollinearität, ab wann ist Kollinearität, also ein linearer Zusammenhang zwischen zwei Variablen, eigentlich denn ein Problem? Da sind wir genau hier in einem interessanten Grenzbereich. Wir sagen üblicherweise so, dass ab Punkt 70 die Multikollinearität von zwei Regressoren ein Problem darstellt. Das hat geometrische Gründe, die wir hier nicht besprechen. Sie müssen sich nur merken, bitte, kleine Multikollinearitäten, kein Problem. Also zum Beispiel, wenn meine Regressoren mit Punkt 2, Punkt 3 korreliert sind, geht es noch üblicherweise. Punkt 7 und aufwärts ist es ein echtes Problem. Und das hier wäre zum Beispiel Punkt 67. Vereinfacht ist das Problem, ich kann das hier in der Statistik 2 nicht komplett auspacken oder es Ihnen so richtig ausrollen, was das Problem ist. Es hat letztlich mit dieser Regressionsebene zu tun. Diese Regressionsebene, die ich da schätze, die hängt ja jetzt gerade, wenn wir dann nochmal zurückgehen würden zu dem Bild, das mache ich doch auch nochmal kurz, wenn ich zu diesem Bild zurückgehe, diese Regressionsebene, die ist quasi aufgehängt an diesen zwei, die steht so richtig stabil da unten, weil diese zwei X1 und X2 schön stabil rechtwinklig zueinander stehen. Ja? Wenn ich jetzt X1 und X2, wenn die korreliert wären, stark korreliert, dann könnte man sich X1 und X2 vorstellen, als wenn die ganz in die gleiche Richtung zeigen. Das ist das, was geometrisch passiert. Und dann würde diese ganze Ebene sehr instabil werden. Was ich jetzt gerade so bildhaft als instabile Ebene ausdrücke, bedeutet geometrisch, dass die Schätzungen, die ich mache für B, ein bisschen wahllos werden. Ich kann dann sagen, naja, ich kann das eine Regressionsgewicht sehr groß machen, ich könnte aber auch das andere groß und das andere klein machen. Und das drückt sich dann in einem großen Standardfehler aus, dieser Regressionsgewichte. Das ist wiederum gefährlich, denn den Standardfehler, den brauche ich ja. Um eine gute Schätzung zu machen, brauche ich einen kleinen Standardfehler. Dann kann ich sagen, dieses B bei dem Standardfehler hat zum Beispiel einen signifikanten Einfluss, ja, oder auch nicht. Der Standardfehler ist sehr wichtig, ist mein Schätzfehler. Große Standardfehler, also aufgeblähte Varianzen in meinen Schätzungen, deshalb nennt man das auch die Variance Inflation, das ist das, was Multikollinearität anrichtet, sozusagen, die ist schlecht. Und deshalb ist die Daumenregel, wenn zwei Regressoren plus minus Punkt 70, minus kann natürlich auch sein, also wenn die stark kollinear sind, eine hohe Kovarianz miteinander haben, dann lassen wir davon lieber die Finger. Es gibt auch Fälle, wo ich das trotzdem machen könnte. Und zwar wären es die Fälle, wo mich diese Regressoren, die miteinander korreliert sind, einzeln gar nicht interessieren. Wo ich also deren Standardfehler und deren Beta-Hut oder B gar nicht interpretieren möchte. Das gibt es manchmal in der Regressionsanalyse, dass man sagt, ich interessiere mich für einen Regressor. Und dann gibt es da noch vier andere Regressoren, die sind untereinander kollinear, die interessieren mich aber einzeln nicht. Dann nehme ich die trotzdem ins Modell auf, mache mein Modell vielleicht besser dadurch und den Regressor, der mich wirklich interessiert, den kann ich auch gut schätzen. Der hat mit den Regressoren nichts zu tun. Mich interessiert ja, was der in Y vorhersagen kann. Und dass die hier auch was in Y vorhersagen können, das hilft mir, deshalb habe ich sie im Modell. Das erklärt irgendwie sowas auf, was mich nicht interessiert, hapst mir so Pac-Man-mäßig einen uninteressanten Varianzteil weg. Und die untereinander sind korreliert, deshalb dürfte ich deren Regressionsgewichte untereinander nicht wirklich interpretieren. Das ist dieser hier grün beschriebene Fall. Das ist der seltenere Fall, muss man sagen. Generell gilt, Obacht bei Multikollinearität. Wenn zu hoch, dann lassen wir die Finger davon. So, dann bleibt uns eigentlich noch zu besprechen, das sogenannte Dummy-Coding. Das haben wir implizit jetzt schon ein paar Mal verwendet, gerade weil wir nämlich also zum Beispiel die Variable Geschlecht unkommentiert einfach aufgenommen haben in unserem Modell. Dummy-Coding ist die einzige Art, wie ich mathematisch, oder ich brauche so eine Codierung wie Dummy-Coding, es gibt noch ein paar andere, aber es ist die Art, die wir verwenden, um mathematisch in einem linearen Modell kategoriale Zustände zu repräsentieren. Also, wenn ich zum Beispiel vorhersagen möchte, wie viel Schnäpse verträgt so eine Studierende, was kann ich erwarten? Was ist die erwartete vertragene Schnapsanzahl? Und hat die was zu tun mit der unabhängigen Variable Fachrichtung?
Also, ob du Psychologin, Medieninformatiker oder Jurist bist vom Studienfach her, ist in Lübeck ein bisschen schwer zu machen, weil wir keine juristische Fakultät haben. Aber diese Frage können Sie bisher im Übrigen gar nicht so richtig nachgehen. Sehen Sie das? Weil Sie bisher konnten Sie T-Tests schon machen. Sie könnten sagen, ich gucke einfach nach, was die mittlere, ich mache eine erhebende Stichprobe und schaue, ob ich sozusagen einen signifikanten Unterschied bekomme zwischen zwei Studienrichtungen als ja, Studienrichtung als unabhängige Variable. Aber wenn Sie jetzt diese drei Ausprägungen hätten, Psychologie, Medieninformatik und Jura, dann sage ich Ihnen heute, können Sie das mit einem linearen Modell machen. Sie müssen nur diese kategoriale Gruppenzugehörigkeit übersetzen in ein Set von Regressoren. Also das bleibt dabei. Ich habe nichts Falsches bisher erzählt. Das Regressionsmodell, das lineare Modell, das versteht nur metrische Informationen. Aber es gibt natürlich Arten, werden wir gleich sehen, wie man solche kategorialen Zustände metrisch umformulieren kann, wie man sie ausdrücken kann als metrische Variable. Was nicht geht, ist eine Variable zu machen. Wenn ich diese drei Zustände mit einer Variable, metrischen Variable repräsentiere, dann könnte ich ja, und das wäre natürlich kriminell, ich könnte eine Variable machen, da gebe ich 1 für Psychologie, Medieninformatik für 2 und die Juristen kriegen eine 3. Prima, habe ich eine metrische Variable gemacht. Ordinal ist sie ja auch noch. Super. Ist natürlich hochgradig gefährlich, wenn ich diese Variable an ein Regressionsmodell übergebe, denn das Regressionsmodell weiß davon nichts, dass das Zustände waren, die überhaupt nicht in einem quantitativen Verhältnis zueinander stehen, in einem metrischen. Dieses Modell würde Quatsch produzieren. Was wir ja aber machen könnten, ist, das sind jetzt mal Daten, das waren quasi eine kleine Stichprobe von ein paar Studierenden. Hier haben wir unter F quasi ihre Fachrichtung. Das sind drei Psychologinnen, dann kommen ein paar Medieninformatiker, dann kommen nochmal Juristinnen und Jurist. Ja? Die sind ja jetzt schon geordnet nach Studienfach. Und das war das, was uns gleich interessieren wird. In S ist sozusagen das, was wir modellieren wollen, die vertragenen Schnäpse. Das wäre der Outcome, die Response-Variable, die abhängige Variable. Wie könnte ich also jetzt diese Information, die in diesem Faktor, kann man das ja auch nennen, in diesem Faktor Fachrichtung drin steckt, wie könnte ich das repräsentieren? Ich greife zur sogenannten Dummy-Kodierung. Und mit einer Variable wird es nicht richtig gehen, aber wir könnten ja mal mit einer Variable anfangen. Wir könnten ja mal sagen, gucken mal, wie weit wir kommen mit einer Variable. Und was diese Variable zum Beispiel machen könnte, die könnte kodieren, bist du Psychologin oder nicht? Ja? Dieses Spiel können Sie sich jetzt vorstellen als, wie viele Fragen muss ich stellen, um eine vollständige Antwort über das, was hier los ist in dem Bereich Fachrichtung zu bekommen. Ich kann also einmal durchgehen und stelle die Frage, bist du Psychologin oder nicht? Dann bekomme ich dreimal die Antwort ja. Richtig? Und das kann ich ja in einer Variable repräsentieren, die nenne ich jetzt einfach mal ist Psychologe oder bist du Psychologin? Fragezeichen. Oder einfach auch nur Psychologe oder Psychologin. Und dann bekomme ich da also ja. Und dann kann ich noch sagen, ja repräsentiere ich mit 1. Also könnte ich mir eine Variable vorstellen, die besteht aus 1, 1, 1, dort wo bei f überall ein p steht. Und dann kommen m's, da steht dann also 0 in der Variable. Und dann kommen j, da steht auch 0, weil das ist auch nicht Psychologe. So, dann weiß ich also schon mal, wer der Psychologe ist. Jetzt gehe ich nochmal durch und frage, bist du, das ist jetzt egal, aber ich mache einfach mal, bist du Medieninformatiker? Bist du vielleicht Medieninformatiker? Die ersten drei, die müssen ja jetzt Nein sagen, denn die sind ja keine Medieninformatiker, die sind ja Psychologen. Also da steht schon mal sicher eine 0. Dann kommen die Medieninformatiker, da steht dann eine 1 bei denen. Bei den Juristen steht aber auch wieder eine 0. Also habe ich jetzt eine zweite Variable. Und jetzt passiert was Interessantes. Denn jetzt können Sie sich fragen, okay, was ist mit den anderen drei? Da sind noch drei, die haben noch gar nicht Ja gesagt. Da das alle Menschen sind, die im Raum sind, bin ich jetzt fertig mit meinem Dummy-Kodieren. Was ich jetzt gerade gemacht habe, Kodieren für Dummies, kann man auch sagen, ich habe die Zustände, die in diesem Faktor Fachrichtung drin sind, repräsentiert in zwei Fragen oder zwei Variablen oder zwei Regressoren. Nämlich einem bist du Psychologe-Regressor und einem bist du Medieninformatiker-Regressor. Es gibt noch einen dritten Regressor, ja, den könnte ich machen, nämlich bist du Jurist. Aber
dieser liefert mir keinerlei neue Informationen und ich muss ihn sogar weglassen, damit die Regressionsanalyse funktioniert. Wir hatten über Multikollinearität gesprochen. Es ist der Fall, dass dieser dritte Regressor komplett multikollinear ist. Er enthält keine neuen Informationen zu den anderen beiden. Wenn ich die anderen beiden schon habe, nützt mir der dritte nichts mehr. Ich hätte sagen können, bist du Psychologe? Und dann hätte ich sagen können, bist du Jurist? Dann hätte ich den Medieninformatiker-Regressor weglassen müssen, sozusagen. Aber das Prinzip ist damit auch schon erschöpfend erklärt und alles Weitere sind jetzt warme Worte drumherum. Ich kann K-Zustände in einem Faktor oder in einer kategorialen Variable repräsentieren mit K-1 Dummy-Regressor. In diesem Fall, also wenn ich diese drei Zustände ausdrücken möchte, brauche ich zwei Dummy-Regressoren, zum Beispiel einen, den ich Psy, einen, den ich Met nenne. Üblicherweise kriegen die gar keinen Namen. Das sind einfach wirkliche Dummy-Regressoren, die mich auch in dem Sinne gar nicht interessieren, sondern nur in ihrer Zusammenschau üblicherweise interessieren. Ja? Und der dritte, den darf ich gar nicht aufnehmen, da würde mein Statistikprogramm sagen, kann ich nicht schätzen, ist multikollinear. Ja? Insofern ist die korrekte Dummy-Kodierung immer eine, die nur K-1 Regressoren hat. Und wenn ich dieses Dummy-Coding jetzt heranziehe, zum Beispiel ist das hier oben passiert, was hat SPSS gemacht, was ich jetzt hier versucht habe, Entschuldigung, das war zu weit. Ich habe hier versucht, jetzt also diese Daten vorherzusagen, diese Anzahl Schnäpse durch eigentlich den Faktor Fachrichtung, und das tue ich also in einem Regressionskontext mit zwei Dummy-Variablen, die habe ich da mal von Hand erzeugt. Und dann sehe ich, ja, es gibt auch einen, grenzwertig signifikanten Effekt. Hier unten bekomme ich Koeffizientenschätzungen für die einzelnen Abweichungen. Also, wenn du Medieninformatiker bist, verträgst du einen halben Schnaps weniger. Sechs Schnäpse weniger. Ich habe mich vertan, Verzeihung. Also fast sechs Schnäpse weniger. Und wenn du Jurist bist, ebenfalls verträgst du fast sechs Schnäpse weniger. Diese Information hier interessiert uns aber gar nicht. Wir würden einfach nur schlussfolgern, weil wir ja interessiert sind an der qualitativen Variable Fachrichtung, würden wir nur diesen ANOVA-Table hier interpretieren und würden sagen, ja, ein Regressionsmodell, wo die qualitative Variable, kategoriale Variable Fachrichtung korrekt quantifiziert als Dummy, zwei Dummy-Regressoren enthalten ist, ist ein ganz okayes Modell, ist in der Tendenz besser, P-Wert von 0,06, besser als ein stupides Mittelwertsmodell. Was wir auch machen können, was wir dann in ein paar Wochen erst machen werden, ist, wir könnten auch in SPSS und in Jamovi und so gar nicht über Regression gehen, sondern wir könnten sagen, das bringe ich euch dann in ein paar Wochen bei, dass wir sagen, wenn du einen Faktor hast, eine kategoriale Variable als unabhängige Variable, dann machst du eine Varianzanalyse. Und dann würden wir vielleicht von Regression gar nicht mehr reden. Oder viele Psychologinnen und Psychologen kennen Regression vielleicht gar nicht so genau, kennen nur ANOVA. Die würden dann auf ANOVA klicken. Worauf ich hier nur hinaus will, ist, du kriegst die identische Information. Warum? Weil Statistikprogramme hinter den Kulissen Regressionsmodelle rechnen. Also die Varianzanalyse, die kann man, und das werden wir auch ein bisschen tun, irgendwie so ein bisschen anders herleiten als die Regression. Es ist aber im Kern genau dasselbe. Also ein Faktor dummy-kodiert in eine Regression einschließen, und das ist die einzige Art, wie ich ihn in eine Regression einschließen kann, ist das, was eine Varianzanalyse eigentlich auch macht. Und das ist ganz schön, weil wir eben sehen, wie, und deshalb habe ich hier ein bisschen pathetisch geschrieben, this is the beauty of statistics, weil sich alles zurückführen lässt, was wir hier so machen in Statistik 1 und 2, auf das lineare Modell. Und die letzten 5 Minuten dieses langen Videos würde ich dann auch dafür nutzen, zu sagen, okay, jetzt haben wir dummy-kodiert einen qualitativen Zustand. Wir wissen, dass wir K-qualitative Zustände mit K-1 Dummy-Regressoren repräsentieren können in unserem Regressionsmodell. Das, was wir früher mit einem T-Test gemacht haben, zwei Gruppen zu vergleichen, das sind ja nur K gleich zwei Zustände. Das heißt ja, das kann ich mit K-1 gleich
einem Regressor darstellen. Und genau das kann ich machen. Und da kommt eben noch was rein, was ich euch im ersten Semester schon mal gesagt habe, was damals wahrscheinlich auch so sehr, nun ja, undurchsichtig für euch erschienen und auch ein bisschen unwichtig vielleicht. Nämlich, als wir gesagt haben, echt dichotome Variablen, die nur zwei Zustände kennen, die auch nicht künstlich binarisiert sind oder so, sondern es gibt nur diese zwei Zustände, die kann ich auch wie metrische Variablen behandeln. Und das mache ich ja gerade bei diesem Dummy-Coding. Ich nehme Variablen, die bestehen aus Nullen und Einsen und habe dadurch immer so einen Schritt im Regressor. Ja? Und jetzt habe ich hier im T-Test ja ganz einfach auch zwei Zustände und die repräsentiere ich durch einen Regressor, K-1 Regressoren, also nur ein, und kodiere ich einfach mit 0 versus 1. Ein Fall, wie männliche und weibliche Studierende hinsichtlich ihrer Körpergröße vergleichen und schauen, ob das, was das bedeutet auf Populationsebene, inwiefern sind diese Daten, die ich dann da bekomme, kompatibel mit einer Nullhypothese von, es gibt überhaupt keinen Geschlechtsunterschied. Das fragt ja ein T-Test. Wie kann ich das mit einer Regression machen? Ich kann das machen, indem ich sage, diese Daten repräsentiere ich in einem Regressionsmodell, indem ich für die eine Kategorie eine 0 vergebe, für die andere Kategorie eine 1. Und ich kann es erstmal mit einem T-Test machen, wie in Statistik 1. Da bekomme ich einen T-Wert von 8,43, riesen T-Wert, und eine Mean Difference von 12 cm. Das müsste ich auch hier irgendwie ablesen können. Die mittlere Körpergröße der Männer unterscheidet sich von der mittleren Körpergröße der Frauen um etwa 12,3 cm. Das müsste ich hier so ablesen können. War hochsignifikant, 86 Freiheitsgraden, weil 88 Studierende, n-2 Freiheitsgraden. T-Test, Statistik 1. Jetzt machen wir hier aber Regression. Wie geht es in der Regression? Regression, Körpergröße modelliert als irgendein Intercept plus diese Geschlechtsvariable, die jetzt also quasi aus Nullen und Einsen besteht. Nullen für die einen, Einsen für die anderen. Und dann suchen wir, lösen wir auf nach Kleinstquadrate-Methode für ein B1, was die Abweichungen minimal macht. Und das ist jetzt schon einigermaßen irre. Wir bekommen nämlich als Schätzung für B genau, sehen Sie das? Genau die Mean Difference von 12 cm. Und wie passt das zu unserer typischen Regressionsinterpretation? Wenn ich im Regressor eine Unit weitergehe, einen Schritt, eine Einheit weiter, dann ändert sich mein vorhergesagtes Y, in dem Fall meine erwartete Körpergröße, um B und dann die Einheit von Y, also in dem Fall Zentimeter. Genau das passiert. Wenn ich von 0 nach 1 gehe im Geschlecht, in der einen Kategorie in die andere hüpfe, gehe ich um 12 cm. Und jetzt sehen wir auch hieran, dass das hier Minus ist, dieses B. Aus diesem Minus können Sie sehen, wie das Statistikprogramm intern männlich-weiblich Dummy-kodiert hatte. Nämlich, wer hatte die Nullen und wer hatte die Einsen? Sehen Sie das? Die weiblichen Studentinnen, sagt man, die Studentinnen haben quasi die 1 bekommen, weil dann heißt es von 0 nach 1 im Regressor, heißt von männlich nach weiblich, dann sinkt die Körpergröße, die erwartete, ab um 12 cm. Das passt auch dazu, dass die Konstante 1,94 ist. Das war ein spezieller Jahrgang, das ist ja der gleiche Jahrgang, wo wir vorher schon hatten, wo es ein paar Ausreißer gibt. Da gab es ein paar sehr große Studierende, 2,04 Meter, die diese Männergruppe nach oben gezogen haben. Die Männergruppe war also im Schnitt 1,94 groß. Passt auch wieder zu unserer Interpretation von Intercept. Intercept und überhaupt jeden Term, den ich interpretieren will, den interpretiere ich unter Konstanthaltung der anderen Terme. Da schließt sich auch ein Kreis für heute. Das heißt, was heißt es? Ich setze 0 ein bei den anderen Termen, dann fallen die quasi kurzzeitig mal raus. Und wenn ich 0 bei dem Dummy-Regressor einsetze, dann wird dieses Regressionsgewicht auch 0. Und dann kommt also sozusagen die mittlere Körpergröße raus. Und das ist in dem Fall die Körpergröße der Männer. Denn bei denen ist der Dummy-Regressor Geschlecht eben ja 0, haben wir gerade gelernt. Also,
haben wir hier quasi alles gefunden, was wir über diese Daten eh schon wissen konnten. Nämlich, dass die männlichen Studierenden im Schnitt 1,94 groß sind. Das ist in der Regression hier modelliert als der Intercept oder das steckt im Intercept drin. Und dann, wenn ich dann zu den weiblichen rüberspringe, dann geht das erwartete Körpergröße um 12 cm runter. Und dieser T-Wert ist also auch identisch, der wechselt nur sein Vorzeichen, das ist einfach Zufall, weil ich hier quasi diese mittlere Körpergröße andersrum abgefragt hatte. Da hatte ich quasi letztlich für diesen T-Test, als ich den bestellt habe, hatte ich sozusagen die Männer von den Frauen abgezogen und hier ist es jetzt andersrum, die Frauen quasi mit 1 kodiert und die Männer mit 0. Bleibt sich aber absolut identisch. Genau. Das soll es auch gewesen sein mit der multiplen Regression und auch so ein bisschen mit der Zusammenschau, wie dann jetzt die multiple Regression, wenn man noch um Dummy-Coding weiß, auch wiederum so was Einfaches wie einen T-Test als ganz einfachen Fall, vielleicht der einfachen Regression mit einschließt und wie wir das verstehen können. Genau, dann wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß beim Verdauen dieser multiplen Regression und wir haben eigentlich jetzt im Prinzip alles auf dem Kasten, was wir in Statistik 2 über Regression wissen sollten. Ich werde vielleicht noch ein kleines Video zum Modellvergleich an sich und zur Idee der Likelihood nachtragen. Aber zur Regression haben wir es jetzt eigentlich, glaube ich, fast geschafft. Tschüss und bis zum nächsten Mal.